Willkommen zu meinen 5 Top-Büchern des ersten Halbjahres 2019. Ja, ich habe schon meine Flops abgedreht. Ich weiß nicht, was zuerst rauskommt. Müsst ihr mal schauen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu meinen Top-Büchern. Da hat sich tatsächlich in diesem Monat noch extrem was geändert, weil ich hatte schon mal so Anfang Juni, Ende Mai schon mal 5 Bücher aufgeschrieben, die halt bis dahin so meine Tops waren. Und es haben tatsächlich noch 2 Bücher aus dem Juni es geschafft, in diese Kategorie reinzukommen. Da war ich echt erstaunt, muss ich ehrlich sagen. Ja, fangen wir mit den Büchern an, die ich jetzt auch teilweise nur zeigen kann. Und zwar war ein Highlight von mir An Ember in the Ashes von Sabata hier. Das ist auf Deutsch Elias und Leia, der erste Teil gewesen. Den habe ich auch als Hörbuch gehört. Da war meine Erwartung schon recht hoch, weil ich ja auch, weil es auch extrem gehypt ist, das Buch einfach so, sowohl im Englischen wie auch im Deutschen. Und ich muss tatsächlich sagen, die wurden auch nicht enttäuscht. Also ich finde, für eine Jugendbuchreihe, die halt in so Fantasy, in so einer Fantasy-Welt spielt, war das wirklich eine grandiose, ja, Reihe, beziehungsweise der erste Band war auch ein grandioser Auftakt. Ja, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Also es wird quasi aus zwei Perspektiven sozusagen geschrieben, einmal aus Elias Sicht und einmal aus Laias Sicht, wobei Laia in dieser Welt sozusagen der Sklavenkaste angehört und Elias der herrschenden Kaste, wobei er dann auch in einer Schule ist, wo Assassinen quasi ausgebildet werden. Also er wird quasi zum Mörder bzw. halt zum Kämpfer ausgebildet. Genau, und da treffen sich auch die beiden. Ja, also hier war tatsächlich also eigentlich die Kategorie Punkte, die ich halt finde, die also ein Jugendbuch für mich erfüllen muss. Großartige Charaktere, also die fand ich echt klasse gemacht, klasse gestaltet. Sind mir auch beide sehr ans Herz gewachsen. Auch die Nebencharaktere, also auch da gab es echt sehr gute Charaktere. Das Worldbuilding fand ich auch sehr gut. Das ist halt so ein bisschen arabische Welt, so Tausend eine Nacht mäßig, spielt auch in der Wüste teilweise. Es gibt eine Geschichte, also diese Welt hat eine Geschichte, die ist nicht einfach so vom Himmel gefallen und war dann so. Auch das wird aufgeklärt. Es gibt auch mehr als jetzt die Schule oder die Stadt, wo das spielt. Also man lernt auch, also ich habe den zweiten Band auch schon gelesen, deswegen da lernt man noch mehr, also von der Umgebung kennen. Fand ich sehr gut. Und ich fand den Plot auch sehr, sehr interessant. Also das war auch extrem spannend gemacht worden. Ja, also Laia geht es eigentlich darum, ja, zum einen ihre Familie zu rächen und zum anderen halt ihren Bruder zu befreien, der halt gefangen genommen wurde. Und sie lernt halt auch viel über ihre, also im Laufe der Zeit über ihre Familie. Ja, wie, also ich meine, sie hat noch ihren Bruder, also wie ihre Eltern gestorben sind, etc. Das lernt sie halt also mit der Zeit kennen. Und Elias gehört halt zu dieser Assassinen-Gilde, möchte da aber eigentlich nicht mitmachen und hat auch so seine familiären Probleme und seine Hintergrundstory. Also die Charaktere sind wirklich, fand ich, gleichwertig, detailliert ausgearbeitet gewesen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Das kommt in Jugendbüchern nicht immer vor. Manchmal ist es halt so, dass halt die weibliche Person halt ja den hauptsächlichen Part einnimmt und der Junge oder der Love Interest so eine Nebenfigur ist und halt irgendwie manchmal auch echt ein bisschen blass bleibt. War hier nicht der Fall, also hier waren wirklich beide Charaktere großartig. Ja, und es war halt extrem spannend und das Hörbuch zusätzlich war auch sehr gut, kann ich auch wirklich weiterempfehlen. Also das Deutsche habe ich dann gehört. Ja, es geht, also der zweite Band ist auch echt gut. Also tatsächlich hat mir der Auftakt so gut gefallen, dass ich dem 5 Sterne gegeben habe. Hat auf jeden Fall das Potenzial, eine grandiose Jugend-Fantasy-Serie zu werden. Es fehlt jetzt noch der vierte Band, also 3 Bände sind draußen. Ich hoffe, der vierte ist der letzte. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und dann muss man halt sehen, wie die ganze Serie halt abgeschlossen wird. Aber ich habe da Hoffnung, dass die Serie halt sehr gut ist und sehr gut bleibt. Das war auf jeden Fall ein Highlight. So, das nächste Highlight kann ich leider nicht zeigen. Und zwar war das gewesen Das Lied der Krähen von Liber Dugo. Also auf Englisch Six of Crows, das habe ich auch als Hörbuch gehört. Ja,
das hat mich tatsächlich auch positiv überrascht, obwohl ich da auch schon wusste, dass es halt sehr gehypt ist, also gut sein muss. Allerdings hatte ich vorher die Grisha-Reihe von Neva Dugo gelesen und die fand ich ja halt nur mittelmäßig gut. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen meine Befürchtungen bei der Reihe jetzt. Aber ich muss sagen, in der Reihe hatte das geschafft, was sie in der Grisha-Reihe gar nicht hingekriegt hat. Und zwar, sie hat interessante, sympathische, ausgearbeitete Charaktere geschaffen. Das hatte sie in der Grisha-Reihe gar nicht. Also die Hauptprotagonisten aus der Grisha-Reihe waren ganz furchtbar. Einziges Highlight da war halt Nikolai. Und bei Six of Crows hat sie es geschafft, tatsächlich die auch relativ vielen Hauptcharaktere alle so auszuarbeiten, dass die wirklich spannend waren, interessant, dass man mit denen mitgefiebert hat, dass die einen am Herzen lagen. Das hat die also wirklich sehr gut gemacht. Es ist ja so ein bisschen vom Plot her, so ein bisschen Ocean's Eleven-mäßig, nur halt in der Fantasy-Welt. Wir haben halt eine Gruppe von Dieben etc., die halt auch etwas stehlen sollen, sozusagen, im Laufe des ersten Bandes zumindest. So war der Plot. War auch sehr spannend gemacht. Da waren auch die, der Plot war auch sehr interessant. Also wie gesagt, Worldbuilding brauchte sie jetzt nicht mehr so viel betreiben, weil das hatte so, also die war die gleiche Welt wie bei der Grisha-Reihe. Da hatte sie also schon was, auf was sie aufbauen konnte. Nichtsdestotrotz fand ich es halt gut rübergebracht. Also diese Stadt, in der es halt anfängt, war auch sehr gut dargestellt. Die Charaktere, da hat sie sehr, sehr viel Mühe mitgegeben. Also da wurde halt auch immer wieder ein bisschen was aus der Vergangenheit der Charaktere erzählt. Dass wir auch immer mehr kennengelernt haben und immer mehr Details erfahren haben. Das war sehr gut. Und der Plot war auch sehr spannend. Also da gibt es auch so einige Plotwendungen, die man jetzt hat, oder ich zumindest, nicht so kommen sehen. Deswegen war das auch sehr spannend. Und auch da, das habe ich als Hörbuch gehört, war auch das Hörbuch sehr, sehr gut gesprochen. Deswegen, also das Buch hat tatsächlich seinen Hype verdient. Also es gibt ja viele Bücher, die so gehypt sind, die jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht das verdient hätten, aber ja, das Lied der Krähen bzw. Six of Crows hat das auf jeden Fall verdient. Gibt mir Hoffnung für weitere Geschichten von Neva Dugo, dass da noch etwas Gutes bei rumkommt. Das war auf jeden Fall auch ein 5-Sterne-Buch und das war das zweite Buch. So, dann das dritte Buch kann ich eigentlich auch nicht zeigen, aber ich kann den zweiten Band hochhalten, so ersatzweise. Und zwar war das der erste Band This Savage Song von der Monsters of Verity-Reihe, Dialogie eigentlich nur, die es auch auf Deutsch gibt. Ich habe das auf Englisch gelesen als E-Book, deswegen habe ich jetzt kein physikalisches Buch hier. Ja, von V.E. Schwab, das ja eine meiner neuen Lieblingsautoren geworden ist. Genau, also da fand ich den ersten Band wirklich großartig gemacht. Also das war halt wieder mal was anderes im Jugendbuchbereich. Das findet man ja auch nicht so häufig. Irgendwann ähneln sich die Storys halt alle so ein bisschen, aber hier war es halt gewesen, dass es halt ja um eine Stadt ging, die quasi zweigeteilt war, wo aber das Hauptproblem darin bestand, dass halt Monster dort lebten, die aus den Verbrechen der Menschen entstanden sind. Also wenn ein Mensch einen anderen umgebracht hat, dann ist deshalb ein Monster entstanden. Da gab es drei verschiedene. Jetzt muss ich den Namen hinkriegen. Also auf jeden Fall die vampirähnlichen Monster, die Monster-Monster, die also mehr so nicht intelligente, fiese Monster, und die Sunai, das sind mehr so menschenähnliche Monster, die sozusagen Seelen fressen. Ach, wie war es denn noch gleich? Mein Gott, jetzt habe ich halt ein Buch durchgelesen, bis ich das gefunden habe. Also die Malchai sind die Vampire und die Korsai sind die Monster-Monster und die Sunai sind die... Ja. Wow. Unsere beiden Hauptpersonen, August und Kate, also das ist auch wieder so ein Buch, was aus zwei Perspektiven geschrieben wird. Das mag ich sehr gern. Also ich habe das immer ganz gerne, wenn ich da so Wechsel habe zwischen zwei sehr guten Protagonisten oder auch mehreren, die halt auch immer eine Sache von mehreren Seiten beleuchten oder auch an verschiedenen Orten in der Geschichte sind. Finde ich immer sehr spannend. Das war auch hier wieder, das fand ich sehr gut. Also zum einen ist halt Kate ist halt die Tochter des Herrschers der einen Hälfte der Stadt sozusagen, der halt mit
Geld und ja, ansonsten mehr so mit Unterdrückung, Angst und Schrecken sozusagen regiert. Ja, also aus ihrer Sicht wird das Ganze geschrieben und aus Augusts Sicht. August ist eigentlich sozusagen der Ziehsohn des Herrschers der anderen Hälfte der Stadt, die eigentlich mehr so Rebellen. Ja, so Rebellenherrscher ist. Also die haben halt so ein bisschen mehr so eine Armeestruktur. Die verteidigen halt ja mit Waffen und Gewalt sozusagen die Menschen ja gegenüber den Monstern. Wobei August halt ein besonderer Charakter ist, weil er ist selber eins dieser Monster und zwar ist er ein Sunai. Und er kann halt mit Musik, also in seiner, in seinem Fall einer Violine, die Seelen von Menschen. Ja, vor allen Dingen die Seelen von bösen Menschen sozusagen verschlingen. Also der spielt da Musik und dann treten die Seelen der Menschen so an die Oberfläche und wenn die halt böse waren und Böses getan haben, sind die halt rot und wenn nicht, sind die halt weiß und die Roten kann er dann irgendwie verschlingen und sich davon ernähren sozusagen. Ja. Auch sehr schön. Da hat natürlich den Vorteil, dass er eigentlich ja nicht unbedingt so böse ist wie die anderen Monster und auch sehr menschlich und deshalb auch überhaupt irgendeine Beziehung zwischen ihm und Kate sozusagen aufgebaut werden kann. Und er ist halt vom Charakter her halt sehr sympathisch und sehr interessant. Aber auch Kate ist halt eine sehr starke Protagonistin und sie ist halt mehr so die Kämpferin und die ihren Willen durchsetzt und ja, auch gegen ihren Vater sozusagen vorgeht. Ja, auch hier fand ich den Schreibstil von V. Sharp so immer sehr großartig. Also lässt sich immer sehr, sehr schnell lesen. Die Charaktere fand ich halt sehr gut. Die ganze Story fand ich sehr interessant. Es ist halt wieder ein anderer Ansatz. Also da hat sie echt immer sehr kreative Ideen in ihren Geschichten. War ja schon in der Vier Farben der Magie-Reihe so. Und ja, auch der Plot war sehr spannend gemacht. Also da fand ich auch tatsächlich das den ersten Band noch interessanter als den zweiten, weil es geht halt auch so ein bisschen ruhiger los, sag ich jetzt mal. Ja, die treffen sich quasi in einer Schule und haben so ein bisschen Schulleben, auf so einen Hauch Normalität sozusagen noch und ja, dann geht es halt immer dramatischer und ja, die fliehen und flüchten dann auch und keine Ahnung was. Auch der Plot wurde halt langsam aufgebaut und wurde halt immer spannender und interessanter. Und es lässt sich halt wirklich sehr, sehr schnell durchlesen. Ja, deswegen, also das hat mich einfach so auch von der Story her echt überzeugt. Und deshalb hat der erste Band auch von mir 5 Sterne bekommen. Genau, das war jetzt das dritte Buch, glaube ich. Genau. Ja, und dann kommen wir zu den beiden Highlights, die ich in diesem Monat gelesen habe erst. Zum einen. Ein Buch, was gar nicht mal so gehypt wurde, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also es ist ja, The Red Scrolls of Magic von Cassandra Clare und Westy Chu und es ist quasi der Auftakt einer neuen Reihe in dieser ganzen Schattenjäger-Universumsreihe, die ich ja auch gelesen habe. Ja, deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen vorbelastet, sagen wir es mal so. Ich war jetzt nicht so. Wie heißt denn das? Also, nicht so unabhängig jetzt in meiner Meinung, weil es geht nicht um Ändern. Zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere und zwar um Magnus und Alex und ich bin da auch absolut ein Fangirl von diesem Subplot, der halt in dieser ganzen Schattenjägerreihe halt immer wieder vorkommt. Ich feiere jeden Moment, wo Magnus auftritt in der regulären Reihe und ja, und ich habe mir eigentlich auch schon so eine Geschichte eigentlich immer gewünscht. Also es gab ja diesen Kurzgeschichtenband um Magnus Bane. Da muss ich sagen, da gab es halt einige Kurzgeschichten, die halt ein bisschen schwächer waren. Um nicht zu sagen, ein bisschen lächerlicher. Einfach von der Story her. Es gab aber auch ein paar, die waren richtig gut. Und das ist quasi jetzt so eine Art Steigerung des Ganzen. Ja, hier ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte um unsere beiden Hauptpersonen und die auch halt etwas ernst erzählt. Also es ist jetzt nicht so ins Lächerliche gezogen wie halt bei manchen Kurzgeschichten, sondern die haben wirklich
ja, eine eigene Geschichte gekriegt, die auch wirklich ernsthaft in dieser Welt anzusiedeln ist. Es ist natürlich echt irgendwie so ein bisschen Fanservice-Buch. Aber, also wenn das jetzt sozusagen die, ja, der Hauptgrund war, dieses Buch zu schreiben, hat es auf jeden Fall für mich als Fangirl sozusagen 100% erfüllt. Also das war echt großartig. Das Einzige, was hier zu mäkeln wäre, wäre, dass das halt vergleichsweise dünn ist in den anderen Büchern dieser Reihe. Aber ansonsten hatte ich da halt sehr viele Fangirl-Momente in diesem Buch. Aber ich finde auch, also generell finde ich es gut, dass halt, ja, wir ein schwules Pärchen haben sozusagen als Hauptprotagonistin, auch als alleinige Hauptprotagonistin, nicht irgendwie als Nebencharakter oder sonst wo. Ohne dass es jetzt nur um diese Thematik geht. Also sonst hat man das ja eher so in Jugendbüchern, wo es halt wirklich nur um dieses Thema geht. Da hat man auch dieses Pärchen sozusagen. Aber hier geht es ja eigentlich um ein Fantasy-Buch, um eine Fantasy-Geschichte, die halt zufälligerweise von einem schwulen Pärchen sozusagen, ja, aus der Perspektive erzählt wurde. Das fand ich auf jeden Fall ein Pluspunkt. Also da muss ich sagen, hat Cassandra Clare auch ein Händchen für, was sie ihr auch hoch anrechnet, dass sie, finde ich zumindest, sich sehr viel Gedanken um eine Vorbildfunktion ihrer Bücher machen. Sie schreibt ja auch größtenteils Jugendbücher oder fast ausschließlich Jugendbücher. Und ja, da greift sie halt immer wieder Themen auf, ja, die halt diese Geschlechterrollenverteilung betrifft, auch verschiedene Nationalitäten und solche Sachen. Das ist halt immer sehr präsent bei ihr, was auch, ja, gerade halt auch so ein bisschen gehypt ist in so Jugendbüchern, aber da finde ich, also sie macht es auch sehr natürlich, also es ist jetzt nicht so, es wirkt nicht so aufgesetzt wie bei manchen anderen Autoren. Also das kann man ihr nicht vorhalten, also das macht sie wirklich sehr gut. Und hier ist einfach, also ich finde, dieses Buch passt sehr gut zu den Charakteren, also die sind halt, die werden halt nicht plötzlich anders. Also die sind wirklich so wie auch in den anderen Büchern, deswegen. Genau, also die Charaktere sind halt so, wie sie halt auch in anderen Büchern dargestellt wurden, sind sie auch hier. Man kriegt halt nur viel mehr von ihnen zu sehen. Und das war halt auch so der Wunsch, den ich hatte an dieser Reihe. Und der wurde mir auch erfüllt. Und das ist ja nur der erste Band einer Reihe. Also werde ich auch noch mehr in dieser Reihe bekommen. Und ja, es gibt da halt auch so einige Fragen, die ich da noch so hätte. Durch die anderen Reihen. Ja, wo man halt so Sachen erfährt über die Charaktere, wo man jetzt den Weg dorthin noch nicht gezeigt bekommen hat, aber ich glaube, das war halt Absicht und der wird jetzt in dieser Trilogie sozusagen erzählt. Und deswegen weiß ich, dass da auch viel an Plot sozusagen gegeben ist und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Also, meine Erwartungen an dieses Buch wurden vollstens erfüllt. Ja, meine Lieblingscharaktere haben eine grandiose eigene Story bekommen. Es ist auch sehr. Ja, es gibt auch viele Liebesmomente sozusagen zwischen den beiden Protagonisten. Das auch sehr knuffig rüberkommt. Es kommt auch der Humor, gerade von Magnus, auch sehr gut rüber. Man erfährt halt auch wirklich irgendwas so zur kompletten Geschichte. Und, ach so, das, was ich auch noch sehr gut fand, also es kommen auch noch andere Charaktere hier vor, die man in anderen Büchern zwar schon kurz gesehen hat, die aber jetzt nicht wirklich viel Zeit oder Raum eingenommen haben. Die kriegen hier auch noch was, ja, an Screentime sozusagen. Was ich auch nicht schlecht fand. Also für mich ein sehr gelungenes Buch. Ich hatte meine Hoffnung wurde erfüllt, meine Befürchtung nicht, sagen wir es so. Also ich hatte nur so Befürchtung, dass das auch nach hinten losgehen könnte, aber nein, meine Hoffnungen wurden hier vollstens erfüllt. Und es hat mich halt großartig unterhalten und deswegen hat es 5 Sterne von mir gekriegt. Ja, wenn man natürlich jetzt nicht die Schattenjägerreihe etc. nicht gelesen hat und mit den Pärchen nichts anfangen kann, ich meine, dann könnte man es trotzdem noch lesen, aber ja, da ist halt dieses Fangirl-Moment dann irgendwie auch nicht da. Also deswegen, aber für die Fans der Reihe auf jeden Fall was. So, dann kommen wir zu einem ernsteren Thema, und zwar ist das letzte Buch. Das habe ich auch diesen Monat gelesen und das hat mich auch ein bisschen von den Socken gehauen. Also ich hatte noch ein anderes Königskinderbuch erst auf der Liste, aber ich muss sagen, das hat mich dann noch ein Ticken mehr überzeugt, und zwar von Ruta Sepetys Salz für die See.
Dieses Buch hat tatsächlich von mir 5 Sterne gekriegt und wer mich schon länger schaut und auch meine Flop-Videos und so schon geguckt hat, da habe ich ja schon erwähnt, dass ich eigentlich Geschichten über den Zweiten Weltkrieg nicht so gern lese. Und die auch meistens nicht 5 Sterne von mir kriegen, weil ich einfach wieder so der Unterhaltungsfaktor da irgendwie fehlt. Nichtsdestotrotz lese ich halt immer wieder mal was. Gerade auch Bücher, die halt besonders gut sein sollen aus dem Genre. Also ich lese das jetzt nicht permanent irgendwelche schlechten Bücher aus dem Genre, sondern ich habe da wirklich mir schon Highlights, also mega gehypte Bücher sozusagen rausgesucht. Also unter anderem die Bücherdiebin, das ist ja irgendwie das Lieblingsbuch der, weiß ich nicht, halben Bevölkerung. Also ich versuche dann wirklich gute Bücher in diesem Genre dann zu lesen, wenn ich was lese. Das war auf jeden Fall auch sehr gehypt. Ja, und zwar geht es hier eigentlich um den Untergang der William Gustloff im Zweiten Weltkrieg. Und zwar war das ein Schiff der deutschen. Ja, also eigentlich war das ursprünglich anscheinend mal ein Kreuzfahrtschiff, aber gehört halt der deutschen Regierung, wie auch immer. Und diesen Schiff und mit anderen Schiffen sollten Flüchtlinge aus Preußen beziehungsweise Polen, also die Teile, die jetzt eigentlich zu Polen gehören, gehörten ja früher zu Deutschland. Und die sollten halt damit evakuiert werden, um ja vor den Ansturm der Roten Armee, also vor Russland oder Sowjetunion war es. Damals war es die Sowjetunion damals. Auf jeden Fall, davor haben sie die halt geflohen. Und ja, auch hier liest man die Geschichte aus mehreren Perspektiven. Ich glaube vier Perspektiven, 2 Männer und 2 Frauen, die eigentlich ja alle was damit zu tun haben. Also 3 von denen sind quasi auf der Flucht, der vierte ist ein Matrose auf dem Schiff. Und ja, es fängt halt damit an, dass die noch irgendwie innerhalb des Landes, also in Polen, ja noch auf der Flucht sind und das wird sehr, sehr anschaulich beschrieben, wie sie halt sich verstecken vor den Soldaten teilweise. Teilweise dürfen sie auch fliehen sozusagen. Ja, diese ganze Verzweiflung, die da mitspielt. Also es ist Winter, es ist kalt. Ja, sie müssen halt gucken, dass sie nicht Erfrierung davon tragen. Sie müssen halt versuchen, Nahrung zu finden, sie müssen sich verstecken und ja, und sie müssen halt vorankommen, möglichst schnell, um halt zu diesem Hafen zu kommen, wo sie dann evakuiert werden können. Sehr, sehr, sehr dramatisch und ja, ich finde es auch echt noch ein aktuelles Thema, weil es gibt so viele Menschen auf der Welt, die flüchten müssen, halt eigentlich genau aus gleichen Gründen wie die hier auch. Weil sie plötzlich in dem Land, wo sie sind, halt nicht mehr willkommen sind, weil sie verfolgt werden, weil Armeen und Regierungen hinter ihnen her sind und sie ermorden wollen. Und ja, einfach wegen ihrer Herkunft, ne, wo sie geboren wurden oder welchem Volk sie angehören. Ich finde, das bringt dieses Buch grandios rüber. Und diese Verzweiflung, die auch dahinter steckt und auch ja, die Opfer, also es ist vielleicht kein Spoiler, aber das Ende des Buches erleben nicht alle Charaktere. Ja, also das ist auf jeden Fall, fand ich sehr gut rübergebracht. Also es ist sehr, man kann sich da sehr gut hineinfühlen und es hat halt noch so einen aktuellen Bezug. Und ich fand die Charaktere auch sehr interessant. Also es gibt hier halt verschiedene Charaktere. So einmal ist es eine ja, Krankenschwester aus Litauen. Die Litauer mussten halt auch vor der russischen Armee fliehen. Die halt eine wie auch immer geartete Verbindung zu Deutschland hatte und dadurch quasi dieser deutschen Rasse, also kann das halt echt schlecht wiederbringen. Auf jeden Fall war sie sozusagen willkommen in Deutschland und ist dann halt auch in die Richtung geflohen. Und dann haben wir noch eine Polin, die halt weder da noch hier, also die Polen wurden von den Russen und von den Deutschen gleichermaßen
niedergemetzelt. ja, die hat halt auch nochmal eine sehr, sehr schlimme Geschichte hinter sich. Die wird auch im Laufe des Buches, wird da auch da die Hintergrundgeschichte so ein bisschen noch erzählt. Also ähnlich wie bei Six of Crows, nur halt mehr so der Realität entsprungen. Ja, dann einen jungen Mann, der ja sich abgekehrt hat vom deutschen Regime, obwohl er halt Deutscher ist. Und einen anderen jungen Mann, der auf diesem Schiff arbeitet, der, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der irgendwie, es wird so angedeutet, aber ich glaube, der hat so ein paar psychische Probleme. ja, also der war auch nicht so nett als Charakter. Generell fand ich sowieso, dass alle Charaktere so ein bisschen grau waren mehr. Sie waren nicht alle super gut, sondern die haben alle schon das ein oder andere gemacht in ihrem Leben, worauf sie halt auch nicht stolz sind. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und die müssen sich halt, also das sind halt unterschiedliche Charaktere, es kommen noch andere Flüchtlinge vor und die müssen sich halt alle zusammenraufen sozusagen, um halt zu fliehen. Und da gibt es halt so Zweckbündnisse, um halt dieses Ziel zu erreichen. Und da sind halt auch einige sehr grausige Dinge, die da passieren. Also für schwache Nerven ist das auch nichts. Ja, und dann hat man nach diesen ganzen Flüchtlings-Story am Anfang, die dann bis zur Hälfte des Buchs, sag ich jetzt mal, gibt es dann halt auch noch die ganze Story halt auf dem Schiff. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber ja, ich meine, wer ein bisschen was mitgekriegt hat aus der Geschichte, wird wissen, dass halt dieses Schiff halt untergegangen ist. Es wurde abgeschossen von russischen U-Booten. Ist also so ähnlich wie der Untergang der Titanic, nur mit tatsächlich noch mehr Menschen und eigentlich noch dramatischer, weil auf diesem Schiff halt größtenteils Frauen, Kinder, Verwundete und Flüchtlinge waren. Also ja, es ist eigentlich eine Art Kriegsverbrechen, was aber irgendwie dann keinen interessiert, aber auf jeden Fall sehr dramatisch. Und gerade wenn man halt am Anfang noch so mitkriegt, wie wirklich sich alle Hoffnungen der Flüchtlinge darauf stürzen, dass sie halt, wenn sie nur dieses Schiff erreichen, dass sie dann in Sicherheit wären, finde ich das nochmal dramatischer, dass das halt nicht der Fall war und eigentlich alle die, die halt dann nicht mehr auf dieses Schiff gekommen sind, sich eigentlich glücklich schätzen können. Also das war schon hart. Also ja, also hier muss ich tatsächlich sagen, das Thema ist ernst, ist auch dramatisch, aber ich finde auch hier ist das trotzdem noch der Autorin gelungen, irgendwie noch so ein bisschen ja, Hoffnung und so ein bisschen Sonnenschein am Ende des Tunnels irgendwie so zu erhalten. Sodass man auch mit einem halbwegs guten Gefühl aus dieser Geschichte rausgehen konnte. Das fand ich sehr wichtig, weil das zieht mich da nicht so mega runter. Ich fand die Charaktere halt alle sehr, sehr interessant und die Geschichte an sich. Und das, wie es gemacht wird, es wird auch sehr rasant erzählt. Also es ist wirklich, also die Kapitel sind kurz und aus verschiedenen Sichtweisen. Und das macht das Ganze sehr ja, actionreich sozusagen. Deswegen ließ sich das auch wunderbar lesen. Und man hat auch ein bisschen was halt von der Geschichte mitgekriegt, was ich auch sehr spannend fand. Ja, also das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Auch für Leute, die wie ich halt eigentlich nicht so Lektüre aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder über den Zweiten Weltkrieg, nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, generell gerne lesen, sondern das ist auch einfach, mal abgesehen von diesem Thema, halt eine sehr, sehr gute Geschichte gewesen. Ja, also tatsächlich ist das so eins meiner, ja, ich würde sogar sagen, eins meiner liebsten Königskinderbücher, die ich so gelesen habe. Ja, und was das Thema betrifft, das ist sogar, glaube ich, das bislang einzige Buch, was 5 Sterne von mir gekriegt hat, was halt sich um dieses Thema dreht. Genau, deswegen auf jeden Fall sehr zu empfehlen für alle da draußen und ich habe noch ein Buch von Ruta Sepetys und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich glaube, die Autorin hat bestimmt noch andere gute Bücher geschrieben, also ich habe da Hoffnung, dass sie zu einer meiner neuen Lieblingsautorinnen wird. Also das hat sie wirklich großartig gemacht. Da steht auch hinten drin noch ewig langes Nachwort wegen Recherche und keine Ahnung was. Also da
Ich finde, das merkt man in Büchern an, wenn sich die Autoren Gedanken über das gemacht haben, was sie da schreiben und das Ganze auch recherchiert haben und vielleicht auch noch mit Augenzeugen oder Nachfahren der, ja, der Person gesprochen hat. Also einfach, um das Ganze authentisch zu machen. Finde ich, hat man hier sehr gemerkt. Und deshalb ein sehr, sehr gutes Buch. So, und das waren meine 5 Top-Bücher des ersten Halbjahres. Ja, ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr die Bücher auch gelesen habt. Da sind ja einige dabei, die echt. Also da war ich ein bisschen spät dran, muss ich ehrlich sagen. Also die echt schon gehypt waren. Also die Chance ist gut, dass ihr da schon was von gelesen habt. Ja, ihr könnt gerne sagen, wie ihr die fandet. Und vielleicht fand ihr die auch nicht gut, weiß ich ja nicht. Was eure Tops waren im ersten Halbjahr, würde mich auch interessieren. Also da höre ich also gerne zu, weil dann kriege ich manchmal auch so Anregungen und ich denke, okay, das Buch kannst du dir dann doch nochmal anschauen. Ja, das war's dann von diesem Video und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten.